jetzt schon haben? 70! Ich kann noch was hören. Also 70 Kilometer waren es gestern, die wir... Wenn wir schon beim guten Zweck sind, hier links von mir, also von euch aus gesehen, rechts hat der rothaarige... Und bezahlen Steuer, ja.
Heute sitzt die jungen Wirtschaftsführer. Da wird auch schön getrunken. Da kann man sich sportlich betätigen auf einem Fahrradergometer. Der Stefan ist noch am Start auf Brandenburg. Sozusagen meine Community. Ja! Und für jeden gefahrenen Kilometer auf den Rädern oder besser gesagt auf dem Rad wird ein Baum hier im Harz gepflanzt. Es gilt das Ergebnis vom letzten Mal zu übertrumpfen, das waren irgendwas in die 300 Kilometer. Hast du schon ein Ergebnis, wie viele Kilometer wir jetzt schon haben? 70! Ich kann noch was hören. Also 70 Kilometer waren es gestern, die wir ab Nachmittag erradelt haben. Jetzt haben wir ja mehr Zeit, das heißt also mindestens heute 140 möchte ich dann am Abend verkünden können und dass wir morgen dann Minimum die 300 schaffen. Wenn wir schon beim guten Zweck sind, hier links von mir, also von euch aus gesehen rechts, hat der Rotary Club seinen Stand und da gibt es locker Bratwurst in Brötchen zum Preis von 4 Euro, das ist auch für einen guten Zweck. Nämlich um zwei Projekte hier in Wernigerode zu unterstützen. Das ist einmal das Jugendcafé im schiefen Haus, hier die Straße hoch. Und zum anderen das Heim im Küsterskamp. Dort werden Menschen mit Handicap betreut. Und damit sie mal den netten Nachmittag erleben können oder mal eine Fahrt machen können, dafür wird Geld gebraucht und dafür wird es halt gesammelt. Das heißt,
kann sie morgens um 7 Uhr werden.
Stecken so. Ihr könnt ja einen oder anderen nichts. Ist ja doch mal so. Das ist dann auch mal so ein Geld. Thank you.
nicht allzu lieb sind. Ha!
Was man auf einer Seite so einstellen kann. Unglaublich. Ja, jetzt fliegt eine in einer Region Vietnams, nämlich nach Quan Nam. Ja, Quan Nam. Endlich mal. Es ist eine Region mit zwei Weltkulturnamen. Zum einen die Altstadt von Hoi An und zum anderen das Heiligtum Misun. Misun. Die Einwohner von Quan Nam im Allgemeinen und besonders in Hoi An haben die kulturellen Spuren der Cham-Kultur gut bewahrt. Genau, im nächsten Programmteil wird die Tanzgruppe aus Hoi An eine Szene aus dem Leben der Cham-Menschen durch die Aufführung Tion Lang Cham, die jungen Frauen aus dem Cham-Dorf, zum Leben erwecken. Ganz viel Spaß dabei! Wie gut, dass du den vietnamesischen Part übernimmst. Also, viel Spaß dabei und lassen Sie sich verzaubern von den Klängen und den Farben. Deswegen waren da schon mal nichts. Genau, das gehört richtig. Thank you.
Ja,
wieder diplomatisiert werden konnte.